So, passt es so? Das Wasser sieht ein bisschen schlecht aus mit dem Texture Pack. Ich sehe das ja minimiert, ich spiele das ja etwas, also ich sehe das etwas weniger als ihr. Ich spiele hier ja mit Mini-Bild. Habe ich hier auch schon tausendmal erwähnt in diesem LP. Okay, dann nehmen wir das damit, dann nehmen wir mal das Ding mit und bauen wir es so hin. Okay. Gut, was bauen wir jetzt da an? Wir können ja noch einen Zaun hier herum tun. Aber ich glaube, eins muss ich noch hinbauen, damit es schön aussieht, oder? Ach, wisst ihr was? Ich mache das hier jetzt weg. So, dann passt jetzt. Die Melonen, die wachsen hier ja dann. Und dann ist es ja nicht eine gerade Linie bis nach vorne. Kürbisse werden jetzt noch schick. Wir haben aber noch keine Kürbisse. Was können wir hier denn noch anbauen? Netherwarzen können wir hier anbauen. Die kann man ja auch in der Oberwelt einpflanzen. Aber ich glaube, in Nether würde das etwas besser aussehen. Langsam nähert sich unser Let's Play der Pause zu. Milch? Ich wusste gar nicht, dass wir Milch haben. So, ich kann hier ein paar Knochen, ein bisschen Knochenmehl machen. Damit das Ganze schneller wächst. Was machen wir denn jetzt? Was können wir denn einpflanzen? Wir haben ja noch ein Ei, das können wir ja mitnehmen. Pilze ist eher schlecht. Das hier ist auch schlecht. Naja gut, dann lassen wir eben eins frei. Falls wir Kürbisse finden, können wir es dann ja anbauen. Jetzt brauche ich Tropenholz. Haben wir Tropenholz? Ja, wir haben Tropenholz, 14 Stück. Okay, wie baue ich das denn jetzt? Oh, das hier kommt natürlich zu. ich muss das so bauen, dass es gut aussieht. Also hier kommen die Melonen und Kürbisse hin. Das heißt, ich baue es hier hin. Dafür muss ich das hier erst wieder ein bisschen ebnen. So, ich glaube, so passt es jetzt. Ah, der kommt hier auch weg. Gut, dann nehme ich jetzt das Knochenmehl und tue hier die ganzen Melonen wachsen lassen. Okay, zack, zack. Na, zack, zack, zack. Reicht's genau? Ja, es reicht sogar ganz genau. Ach, wie schön. So, das können wir hier niedertrampeln. Zack, zack, zack. Ja, jetzt aber. Brauchen die eigentlich Wasser zum Wachsen? Ja, ne? Die brauchen schon Wasser. Gut, dann werde ich es so machen müssen. Ach, da ist schon eine gewachsen. Nee, die brauchen doch kein Wasser zum Wachsen, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich lasse es mal so. Wenn die eingehen, dann brauchen die halt Wasser, ist ja auch egal. So, das hier wird wieder also entfernt. So, wie baue ich das denn jetzt? Oh Gott. Nein, 1.3, ich hasse dich. Ich bin es nicht gewohnt, normalerweise baue ich das immer von der Seite her. Jetzt muss man immer so springen, wenn man so was bauen möchte. So, dann zack. 2, zack, zack, und dann zack, und dann zack. Sollen wir noch eins machen? Nee, ich glaube, das passt schon. Jetzt brauchen wir unsere Kakaobohnen brauchen wir jetzt, und dann werde ich diesen Part beenden. Und falls wir bei Part 50 sind, dann ja, dann werde ich dieses Let's Play dann pausieren, bis, ja, keine Ahnung, bis wir irgendein, ja, bis ich wieder Lust habe auf Minecraft.
Ja gut, momentan habe ich schon Lust auf Minecraft, aber ich möchte halt nicht so viel einzelne Let's Plays am Stück machen. Denn ansonsten wird es immer langweilig. Ich will ja immer so andere Let's Plays auch immer offen haben, nicht nur Minecraft, ne? So, wo haben wir denn die Kakaobohnen gelagert? Sind sie vielleicht oben? Kakaobohnen, wo sind die Kakaobohnen? Sind sie hier? Ne. Wo sind die Kakaobohnen? Sind sie hier vielleicht? Hallo Kakaobohnen? Wo seid ihr? Wo seid ihr Kakaobohnen? Jetzt mach keinen Scheiß. Wo seid ihr? Die Kakaobohnen sind weg. Mal im Ernst, wo sind sie? Also ich verarsche euch jetzt nicht. Wo sind die Kakaobohnen? Wo haben sie gelagert? Ach, das sind schon jede Menge gewachsen. Ist ja toll. Ein verregneter Tag. Wo sind unsere Kakaobohnen? Also ich schaue mir jetzt nochmal alle Truhen an. Jetzt schaue ich mal genau hin. Jetzt gehe ich mal näher an den PC und... Ach, da sind sie. Okay. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wow, Junge, Junge. Könnt ihr den alten Kevin doch nicht so erschrecken? Das geht so nicht. Okay, dann machen wir es jetzt so. Zack, zack. Ne, warum geht das so? Hier ist Gras. So. Jetzt brauche ich ein paar Fackeln. Aber nur ein paar. Fackeln, wo sind Fackeln, Fackeln, Fackeln? Ohne zu fackeln, suche ich nach Fackeln. Haben wir keine Fackeln mehr, oder was? Zwei Fackeln. Geil. Also ihr seht, wir müssen unbedingt eine Höhenerkundung machen. Uns gehen ja schon die Fackeln aus. Und natürlich, ja gut, ich werde jetzt die Fackeln schnell platzieren und dann gehe ich nochmal ans Telefon und ja, ich beende den Part jetzt dann auch. Zack, 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 zack. Okay, dann mache ich jetzt einmal Schluss. Falls ihr bei Part 50 sind, wird eine Let's Play Pause kommen. Und falls nicht, dann gibt es noch ein paar Parts. Also dann Leute, macht's gut, beziehungsweise bis gleich, falls, ja, falls wir noch nicht bei Part 50 sind. Ciao Leute! So, willkommen zurück bei Minecraft. Es ist immer noch nicht Part 50, wir sind gerade bei Part 47, schätze ich mal. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was, ein bisschen Zeit bis zur Pause. Erstmal gucken, muss man gucken. Okay, wir spielen ja auf Peaceful. Wir haben eher nichts mehr so viel mit Monstern zu tun momentan. Hier wollten wir ja einen Gravelweg hinbauen. Und hier sind die Melonen gewachsen. Die gehen momentan nicht ein, das ist der Anschein nach. Hoffentlich bleibt es auch dabei. So, sammeln wir ein paar Melonen ein. Die können wir noch gut gebrauchen für die Parts nach diesem Part 50er Part. Und hier ist eine Seerose. Bietet sich ganz gut an, nehmen wir sie mit. Zack, zack, mitnehmen hier Seerosen. Lecker, lecker. Obwohl man Seerosen nicht essen kann, aber egal. Okay, wo bauen wir sie denn hin? Die können wir ja an diesem Weg dahin bauen. Hier noch ein bisschen Zuckerrohr. Hier noch ein paar Melonen. Das können wir eigentlich wegmachen. Machen wir es schnell weg. Und da ist gerade noch eine neue gewachsen. Wo wir den weg gebaut haben. So. Also gut, ja, wir können noch warten, bis wir hier mehr Tropendingsbums haben. Zuckerrohr. Quatsch, Zuckerrohr, ja, jetzt wäre es Kakaobohne. So, da war gerade ein neues Ding fertig. Und ja, so tun wir sie halt immer farmen. Wenn eins fertig ist, dann nehmen wir sie schnell mit und platzieren sie hier dann einfach neu. Deutschlandflagge. Gut, ich habe noch einige Sachen, die ich machen möchte vor der Pause, die wir noch mal erledigen müssen.
Das erste ist, wir müssen hier diesen Holzboden durch Wolle ersetzen. Bei der anderen Seite ebenfalls. Das sieht nämlich schrecklich aus. Momentan, so wie es jetzt aussieht. Muss mich kurz kratzen. Okay. Also, ihr Schäfchen. Spendet mir eure Wolle. Ich bin eine Hilfsorganisation, die Wolle sammelt für die Kinder, die in der Antarktis frieren. Falls es aber Kinder in der Antarktis gibt. Naja. Die Antarktis ist ja ziemlich verlassen. Okay, okay, ich wollte noch einen Kuchen kraften. Genau. Gib mir deine Milch. So. So, einen Kuchen krafte ich mir in diesen Parts. Die Wolle, also den Ding werden wir fertig machen. Dieses. Den Boden. Na, jetzt geh doch rein. Geh doch rein. So. Meine Güte, zu behindert, um eine Tür zu benutzen. Ich bin zu behindert. So, hier jetzt ein bisschen Holz hacken. Und dann tun wir diesen ganzen Boden hier weg. Und es leckt. Aber jetzt nicht mehr. Ich hätte vielleicht Steam noch schließen sollen. Ich habe das noch offen. Ich schließe es schnell. Moment. Steam beenden. Okay. Ich brauche eine neue Axt, glaube ich. Oder? Ja, eine neue Axt wäre hier nicht schlecht. Haben wir denn Steine dabei? In der Kiste. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Wolle. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Dum, 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 dum. Hier ist unser Braustand. Ja, genau, Kuh. Braustand, richtig. Er kann fliegen. Der fliegende Braustand. Wir haben doch bestimmt noch eine Axt irgendwo dabei. Oder ein Cobblestone. Das müssen wir doch mindestens noch da haben irgendwo. Also, sag ich doch. Und hier ist sogar eine Axt. So, wir müssen auch mal wieder Cobblestone farmen gehen. Aber darüber können wir in nach Part 50 reden. Jetzt heißt es erstmal die Vorbereitungen für nach Part 50 abschließen, damit wir hier schön in die zweite Staffel, sag ich mal, gehen können. Aber auch wenn ich keine Staffeln eigentlich mache, ich spiele es ja nur bis Part 100 und dann bin ich fertig mit diesem LP. So, ach ja, genau, hier ebenfalls. Das ist wahrscheinlich noch der Abraum, den wir damals noch hatten. Wo wir unseren Keller gebaut haben, der immer noch nicht fertig ist. So ganz. Naja, das unter den Truhen sieht man zwar nicht, aber ich mach's trotzdem aus Wolle. Damit rein zur Vollständigkeit, damit es hier nicht so lappenhaft aussieht. Ja, hier sind neue Kakaobohnen gewachsen. Mitnehmen! Oh, Inventar voll oder was? Shit. Naja, ich habe bei der Aufnahme gesehen, ich habe mir die Aufnahme angeschaut. Ich habe hier noch einen Samen vergessen zu pflanzen. Und der passt genau da rein. So. Okay, hier sind noch ein paar Kakaobohnen. Hier auch noch. Na, jetzt aber. Hier eben, hier auch noch. Und das muss noch wachsen. Damit es groß und stark wird. Naja, gut, stark, das kann man nicht gerade bezeichnen. Ist hier noch was? Hier ist was. Hier ist was. Hier ist was. Hier ist noch frei. Ist hier noch irgendwo frei? Da, da. Da, da, da. Ah, reicht leider nicht ganz genau, aber es macht nichts. So, okay. Gehen wir zurück ins Haus. Die Racken möchte ich auch noch machen. Hier an diesem Haus ranne. Und die Schafe haben neue Wolle. Ist ja toll. Hört auf zu meckern. Ich werde euch jetzt abernten. Ob es euch passt oder nicht. Na komm her, Schafschi. Na, was willst du? Was willst du denn von der Miets? Hm? Was willst du denn? Nee. Nee. Ich dachte, ich hätte alles gelöscht, was Monkey Fickland ist.
Ich hätte alles, ich dachte, ich hätte alles gelöscht. Diesen Dreck muss ich mir merken, was waren das? Ich glaube, es war 36. Ah, danke schön. Sehr produktiv, das Schaf. Frisst gleich, nachdem ich was abgeerntet habe. Solche Schafe wünsche ich mir öfters. Wobei wir schon dabei sind, ne? Und ich sage, solche Schafe wünsche ich mir öfters. So, du und du macht Schafliebe und du, ihr macht Kuhliebe. Und du, nein, jetzt habe ich den das zweimal gegeben.